Jo Leute, da sind wir wieder. The Last of Us 2. Wir sollen zum Strand, da wäre Abby. Irgendwie geht's aber Ellie nicht mehr so gut. Wir finden keine Pillen mehr, wenn es euch mal aufgefallen ist. Hier geht's überhaupt nicht mehr gut. Das tut weh bei der Wunde. Scheiße. Ellie. Tu nichts, was uns im dritten Teil von dir traurig machen würde. Es wird ein The Last of Us 3 geben. Das ist schon bekannt. Aber ich habe keine Lust, jetzt Ellie zu verlieren. Da ist doch der Strand. Oh Gott. Oh. Du. Ach, was ist das denn? Da wurde Leichen aufgehängt. Ach, das muss jetzt. Also das muss jetzt wirklich nicht sein. Ach, die kommt ja nicht mal hoch. Ernsthaft. Dieser kleine Schritt ist schon zu viel für dich. Dann erhäng dich hier auch. Dann gibt's kein The Last of Us 3 Mädchen. Hier krieg ich in die Röhre. Ich, Achselhaare. Die Haare noch kürzer. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Da hinten liegen Boote. So hat man Abby noch nie gesehen. Starke Frau. Jetzt nur noch Haut und Knochen. Und mit kurzen Haaren. Es wird neblig. Ah.
Bisher hat Ellie immer ihre Rache gewollt. Würde bedeuten, Abby stirbt gleich. Kann ich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast sie mit reingezogen. Okay. Warum, Abby? Okay. Ellie. Warum? Eingetan.
Oh, der hat zwei Finger verloren. Alter, und die Kamera direkt da dran. Ja, lieber zwei Finger verloren als tot. Wo ist sie? Kein Licht. Sieht nicht mehr gewischt aus. Schränke geplündert. Keiner mehr da. Oder vielleicht tot. Wahrscheinlich kam sie mit dem Trauer nicht mehr klar. Guck, alles ist weg. Alles ist weg, sie ist weg. Doch kein Überfall, sie ist gegangen. Sie hat Abby die Wahl gelassen. Entscheide dich für mich oder für die Rache. Was trinkst du da? Kaffee? Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß nicht, warum sie das gemacht hat.
Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. So ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Sieht sich. Ja. Mann. Das war's. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Boah, ich habe auf dieses Spiel so lange gewartet und jetzt ist es durch. The Last of Us Reihe ist mega. Naughty Dog hat da richtig geil was gemacht. Und wie ich schon gesagt habe in der letzten oder vorletzten Folge, es wird einen dritten Teil geben.
Es wird einen dritten Teil geben von The Last of Us. Es gibt aber ein Aber. Ich glaube, das werden wir am Ende dieses Videos noch sehen. Was gibt's zu sagen? Ja, die Story ist natürlich einerseits geil, andererseits... Boah, Leute. Warum? Da wird Werbung gemacht mit Joel und Ellie geht auf Reisen, jagen wieder Zombies, jagen wieder das und dies. Und Joel stirbt innerhalb von den ersten 5 Stunden in Folge 5 oder was weiß ich, Folge 7, glaube ich. Und du denkst dir so, warum? Der Hauptprotagonist, den jeder liebt und mag, stirbt einfach. Warum? Und warum jetzt hier dieses Ende hier? Ellie verliert alles. Er hat den Freund von Dina verloren. Dina ist jetzt weggelaufen. Ja gut, sie hat die Wahl gehabt. Entweder Rache oder Liebe. Sie hat sich für die Rache entschieden. Am Ende hat sie die Rache nicht ausgeführt. Interessiert Dina nicht. Sie wollte ein abgeschiedenes Leben führen. Tommy lebt doch noch. Ich dachte, wir hätten ihn irgendwann mal verloren zwischendurch. War wahrscheinlich doch ein anderer, den ich verwechselt habe. Kann passieren. Macht nichts. Ich finde es gut, dass er noch lebt. Aber hat jetzt eine kleine Behinderung, würde ich mal sagen. Ein Gehfehler. Der wird auch nicht mal so dieser Mega-Sniper-Typ sein. Und alle sterben, die mit Ellie was zu tun haben. Alle sterben. Ich würde gerne weiterreden, aber ich weiß durch den Spoiler, dass wir in The Last of Us 3 nicht Ellie spielen. Wir haben einen neuen Hauptprotagonisten, nicht Ellie. Joel ist ja auch nicht mehr da. Hat am Ende Abby ja nicht getötet. Sie hatte diese Visionen und am Ende hat sie sie nicht getötet. Mich hat so ein bisschen aufgeregt, Ellie hat sie wirklich jeden umgebracht. Auch Owen hätte nicht sein müssen. Sie ist von Rache besessen gewesen. Abby konnte ich nie leiden, aber sie hat sich am Ende für die zwei Kleinen eingesetzt. Eine von den beiden ist gestorben, der andere lebt noch. Fand ich aber irgendwie cool, dass sie dann so abgemagert dann da zu sehen war. Es kann ja sein, dass Abby sie verschont hat, weil eben Ellie Abby verschont hat, weil Abby ja diesen Lev, diesen Begleiter hatte und vielleicht so Joel und Ellie, Abby und Lev. Ich muss erstmal ein bisschen wieder neben der Spur. Ihr wisst aber, was ich meine. Die sind ja parallel. Thank you.
das Schlimme ist ja, dadurch, dass jetzt die zwei Finger weg sind, hat man es schon gehört, das Gitarrespiel funktioniert auch nicht mehr. Die letzte Erinnerung, auch die ist jetzt weg. Ob Dina jetzt natürlich nach Jackson zurückgegangen ist, wissen wir nicht. Und wir wissen jetzt auch nicht, was ist mit Abby und Lev. Wo sind sie? Die sind aufs offene Meer gefahren. Wo sind sie hingefahren? Kann es sein, dass wir im nächsten Spiel Abby und Lev spielen werden und nicht mehr Ellie? Ich denke mal, dass wir danach Catalina Casino rüberfahren und mit Abby und dann halt die Story weiterspielen, da wo die Fireflies sind, das große Hauptquartier der Fireflies. Ich denke es auf jeden Fall, dass wir dann da hinkommen. Ich weiß es aber auch nicht. Und vielleicht wird ja JJ ein Charakter sein, der auch Zombies jagt. Der ganz kleine, das Baby. Ich bin gespannt, wie es mit dem Fireflies ist. Was? Am Anfang ging es ja nur um Fireflies im ersten Teil. Im zweiten Teil waren die noch Rand. Die haben sich aufgelöst, wurden geschlagen. Und jetzt stehen sie da. Aber haben sich scheinbar zurückgezogen. Vielleicht vor dem großen, großen, großen letzten Kampf. Aber im Grunde hat Abby am Ende alles verloren. Sie hat alles verloren. Ihren Ziehvater, Freunde und am Ende auch ihre Freundin. Und ihre Persönlichkeit, weil in diesem Teil fand ich es richtig schlimm, dass sie einfach alles und jeden nur noch töten wollte. Außer halt im letzten Kampf. Wie schon gesagt, Owen und die schwangere Frau, ich habe vergessen, wie sie heißt. Warum? Dank ihm lebt sie überhaupt noch. Mehrmals. Ich kenne jetzt noch ein Bild. Es müsste jetzt gleich noch so eine kleine Sequenz kommen, wo wir quasi das Hauptquartier der Fireflies sehen. Jetzt kenne ich so ein Bild davon. Und das habe ich noch nicht gesehen, also müsste es ja jetzt gleich noch kommen. Deswegen müssen wir das Outro abwarten, nicht das Intro. Das Spiel geht nicht los, das Spiel ist leider zu Ende. Aber halt heftig, wie das einen mitnimmt bei dem Spiel hier. Andere Spiele ist es so, du machst halt die Story durch, locker, flockig, bam, bam, bam. Hast keinen Bezug, aber hier bei The Last of Us, du infizierst dich mit den Leuten und richtig heftig. So viele Leute mitgespielt. Mich ärgert es, dass wir das geheime Teil nicht gefunden haben. Wir waren in dem Haus drinne. Das war Seattle Tag 1. Da hätte man es finden können. Ich war in diesem Haus drin und habe es nicht gesehen. Ich war, glaube ich, sogar in der Ecke, wenn ich mir das Bild angeschaut habe. Gibt es ein geheimes Artefakt? Eine Errungenschaft? Ärgerlich.
ich denke schon, dass wir beim dritten Teil dann Emmy spielen werden. Weil es wird dann um die Fireflies gehen. Das Versteckte. Ich denke schon, dass wir da sein werden. Und Abby wird. Abby und Ellie, irgendwie diese Namen sind mir zu nah aneinander. Ellie wird wahrscheinlich irgendwann dazustoßen und sich dann opfern. Weil sie kann auch keine Gitarre mehr spielen. Die Gitarre war die letzte Erinnerung an Joel. Und sie wollte sich ja eh opfern. Mittlerweile wird es vielleicht einen neuen Arzt geben, der das auch kann. Der auch die Welt retten kann vor den Zombies. Nicht nur Abbys Vater. Bei Abby ist es halt so ähnlich wie bei Ellie. Selbe Rachengedanken. Ist was in der Vergangenheit passiert, man will sich rächen. So entstehen auch Kriege. Durchgezockt. Puh, 2 Wochen? 3 Wochen? Hätte noch schneller gehen können, wenn ich Ferien Urlaub gehabt hätte. Neben der Arbeit schwierig. Mittlerweile Pflegetätig nicht mehr. Verdient man eindeutig mehr. Da ist extrem schwierig, dass man eben Zeit findet überhaupt. Deswegen gab es auch 2 Tage. Ich glaube 2 Tage kein The Last of Us 2. Sorry dafür, aber wenn ich von einer Frühschicht mit einer Teilzeit, wenn ich abends um weiterarbeiten muss und dann morgens wieder arbeiten muss, dann bin ich so fertig, da geht gar nichts. From earthly trial. Welches Spiel spielen wir als nächstes? Kann ich auch schon sagen. SpongeBob Schwammkopf. Battle for Bikini Bottom, das PS2 Remake. Spielen wir durch. Wird schnell gehen. Will ich so zwischendurch weiterhauen. Und dann geht's weiter mit Final Fantasy 7 oder 12. Aber ich glaube, die 7 reizt mich gerade mehr. 12 werden wir auch noch weiterspielen. Also es gibt noch genügend Input. An alle, die natürlich die auf FIFA warten. Im Moment gibt es nur SBCs. Ich mache nur noch eine Weekend League. Sonst mache ich ja nichts mehr. FIFA 20 ist vorbei. No more to room. I'm just a goon. In dieser Weekend League will ich einfach die Spieler haben, die ich will. Sowas wie Ribéry. Todd Werner, Delaney, Summerhead werde ich spielen. Im Tor werde ich Test Degen haben. Konaté wird wieder ins Team rutschen, der jetzt hochgegangen ist auf 90. Militao, oder? Werde ich den RTTF-Spieler nutzen. 89 im Moment. Real wird wahrscheinlich weiterkommen. Dann steigt er nochmal. Und jetzt gibt es noch diese Szene, die ich auf dem Bild gesehen habe. Ja oder nein? Neues Spiel plus freigeschaltet. Spiel erneut mit allen Verbesserungen und all der Ausrüstung eines vorherigen Durchgangs. Verbesserungen und Fertigungsrezepte sind ab Beginn des Spiels verfügbar. Waffen sind ab Ellies Ankunft in Seattle verfügbar. Und hier ist diese Szene, die ich meinte. Trophäe erhalten, was ich tun musste. Hier ist das, was ich meine. Jetzt ist nämlich ein neuer Bildschirm hier. Also ist doch nicht der Endscreen, ist jetzt der Anfangsscreen. Und jetzt sehen wir im Hintergrund eben das Versteck der Fireflies, würde ich sagen,
Hier ist Abby gestrandet und dann sind wir da hinten beim Versteck. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Wie würdet ihr es sehen? Schreibt in die Kommentare. Das war's mit The Last of Us 2. Mega geiles Spiel. Story hätte natürlich ein bisschen schöner sein können. Nicht so düster und tot. Dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Ich hoffe, ihr seid bei SpongeBob dabei. Ich hab Bock drauf. Es macht mega Spaß. Ich liebe solche Spiele. Und wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich den Kanal abonnieren, die Alarmglocke anmachen. Jedes Video liken ist immer ganz wichtig. Und beim nächsten Mal vor allem wieder reinschalten und teilt es mit euren Freunden und was weiß ich, damit auch die hier reinschauen können und sich vielleicht für den Kanal begeistern. Bis dann. Tschüss und auch tschüss an Facebook. Tschüss an Twitch im Stream mal wieder. Es war wunderschön mit euch. Wir machen das auf jeden Fall häufiger. Bis dann. Tschüss.